Hallo ihr Hübschen, ich hatte ja im letzten Video angefragt, wie ihr gerne Tutorials haben wollt und einige haben gesagt, ja, mal so, also einmal mit Zeitraffer und einmal mit Reden und manche haben auch, oder viele haben auch gesagt, sie möchten gerne, ja, dass ich während des Tutorials mit euch spreche. Und deswegen drehe ich jetzt ein Tutorial mit meinem Silvesterlook. Ein Silvesterlook, der relativ schnell geht und einfach ist und den wollte ich euch unbedingt zeigen. Die Farben sind Silber, Grau und Lila und ja, ich fange dann mal an. Ich benutze Sigma-Pinsel, weil meine Sigma-Pinsel da sind. Ich werde allerdings sie noch ein bisschen austesten und danach euch eine Review vorstellen. Also es kann noch ein bisschen dauern, weil ich finde Reviews immer gut, wenn man ja, das ein bisschen länger austestet als vielleicht nur eine Woche oder so. Ich fange an. Die Palette von den Farben her, die ich heute benutze, ist von Zoeva die Metallic Stone Palette. Hier ist es scharf. Ich finde die eigentlich echt ganz gut, weil die sehr pigmentiert sind und tolle Farben hat. Ich kann ja nochmal den Zoeva Shop in der Infobox verlinken. Also das ist richtig toll. Ich fange an und zwar mit einem großen Pinsel, um eine Farbe aufs gesamte Lid aufzutragen. Und zwar ist das hier diese silberne Farbe. Die soll im Grunde so dominieren in dem Look. Ich habe vorher mein Auge hier schon mit der Base von Manhattan grundiert und trage jetzt, ich schaue mal ein bisschen in den Spiegel, also bitte nicht wundern, trage jetzt die silberne Farbe auf, wobei ich das nach oben hin ausblende, also wirklich dann aufs gesamte Lid verteile. Aber unten soll die Farbe am farbintensivsten sein. Ich finde dieses Silber total schön. So. Wie ihr seht, das ist relativ einfach. Ich verteile hier die silberne Farbe noch im Innenwinkel des Auges. Und bis zur Hälfte unter dem Wimpernkranz. Jetzt habe ich das hier bis zur Hälfte, das Silber, fertig gemacht. Und jetzt kommt das Dunkelgrau. Dafür nehme ich einen Blenderpinsel. Das ist der E40 von Sigma, aber wie gesagt, eine Review kommt später. Und ich benutze hier dieses Dunkelgrau. Genau, jetzt ist scharf gestellt. Und ich benutze einen Blenderpinsel, weil ich da gerne Smoky Eye draus machen will. Und wenn man da sofort einen Blenderpinsel nimmt, wirkt das gleich so rauchig. Und das finde ich schön. Ich werde jetzt beginnen, von außen nach innen in die Lidfalte das einzuarbeiten. Und ich benutze da auch mehrere Schichten. Ich beginne erstmal ganz zart, nehme immer nur ein ganz kleines bisschen davon auf und arbeite das dann ein. Und ich nehme das immer von außen nach innen, weil ich will, dass außen der dunkelste Fleck ist. Und ich mag das, wenn das so auf dem Augenknochen ist, dieses Dunkle, also dass das ein bisschen weiter höher ist. Und dadurch, dass ich eh so große Augen habe, macht das auch nichts. Also wenn ihr nur kleine Augen habt, dann würde ich das eher nicht machen, weil ich glaube, dadurch wirkt das Auge optisch auch etwas kleiner. So, jetzt noch eine dritte Schicht. Außen muss ich das hier immer noch ein bisschen wegmachen. So. Dann benutze ich hier so einen flacheren kleinen Pinsel. Das ist der Sigma E55. Tupfe das auch in das Grau rein und werde von der Hälfte bis hier hinten das am unteren Wimpernkranz auch nochmal betonen. So.
So, das ist ungefähr hier auch nochmal gleich, genau. So, und jetzt kommt das Lila. Und zwar benutze ich dafür den Pencil, den E30 von Sigma. Und benutze dieses, seht ihr das? Dieses stark glitzernde Lila. Das finde ich total toll. Und ich finde, Silvester hat immer was so ein bisschen mit Glitzer, finde ich, zu tun. Ich denke da immer an das Feuerwerk, das auch oft lila und Gold und Silber erscheint. Also ich hätte das jetzt auch mit Gold schminken können, aber ich dachte, das ist dann ein bisschen zu viel. Man kann natürlich verschiedene Silvester-Looks schminken. Und dieses Lila, ne, packe ich jetzt im Grunde genau zwischen dem Silbernen und dem Grauen rein. Zeichne da so ein bisschen so ein V nach. Dieses Lila, ne, soll auch gar nicht wirklich dominieren, sondern nur so leicht zu sehen sein. Ich verblende das jetzt wieder mit dem grauen Lidschatten. Nimm nochmal ein bisschen Lila auf. Ich mag es gerne mit vielen Schichten zu arbeiten. Ich denke, wenn man da zu viel macht auf einmal, kann man auch viel kaputt machen. So, jetzt vergleiche ich das nochmal mit dem anderen Auge. Ja, genau. Und jetzt benutze ich noch einen Eyeliner. Und zwar ist der aus der Essence Smoky Eye Palette in der Farbe Purple Maniac. Das ist dieser Ton hier. Da ist auch so ein kleines Schwämmchen dabei gewesen. Und hier so etwas, damit man diese Farbe so ein bisschen dicker auftragen kann. Und ich mag das, wenn der Eyeliner ein bisschen dicker aufgetragen ist und nicht nur so dünn. Deswegen ist das wirklich beabsichtigt. Ich werde aber den nur bis zum Anfang der Wimpern auftragen. Und dann wirklich großzügig dick. So. Ich finde das auch mit diesem eigentlich gar nicht schlecht, weil das so ein bisschen verwischt aussieht. Und irgendwie passt das. So, damit ist der Look eigentlich fertig. Jetzt muss es nur noch getuscht werden. Und da benutze ich meine Lieblingsmascara, die Essence Multi Action. Ich habe da jetzt schon zwei von leer gemacht. Das ist auch fast leer, die Mascara. Muss mir da unbedingt nochmal eine neue kaufen. Probiere gar nicht mehr irgendwie andere Mascaras aus, weil ich von der einfach absolut überzeugt bin, was Preis-Leistung angeht. Ihr habt gesehen, es ist eigentlich gar nicht schwer. Drei verschiedene Farben und ein bisschen Eyeliner und damit ist es schon fertig. Als Rouge, jetzt muss ich das mal kurz suchen. Als Rouge benutze ich eins von Art Deco. Und zwar ist es die Farbe 18. Das ist das hier. Das ist so ein rotes Rouge. Aber da benutze ich nur ganz wenig von. Und zwar benutze ich da jetzt den F40
mit so einem abgeschrägten Pinsel. Finde ich total toll. Ist auch einer meiner Lieblingspinsel. So. Ich freue mich schon total auf die Review von Sigma. Ich habe da schon ganz viele Ideen, wie ich das mache. Und werde da ein bisschen mein Schneideprogramm austesten, ob das alles funktioniert. Aber mehr will ich noch nicht verraten. Lasst euch überraschen. Aber ich glaube, das dauert noch ein paar Wochen. Ich habe den jetzt knapp, noch nicht mal eine Woche, die ganzen Pinsel. Und deswegen will ich da jetzt noch nicht allzu viel sagen. Als Lipgloss, weil das ja ein so starkes Augen-Make-up ist, benutze ich jetzt Essence Glossy Lip Balsam in der Farbe Berry Sorbet. Das ist nur ein glänzender Lipgloss. Ich will da nicht allzu viel machen. Das Hauptaugenmerk soll ja auch auf den Augen sein. So. Es riecht so gut. Das glänzt so schön. Ja, das war eigentlich mein Silvester-Look. Ich denke, den werde ich auch Silvester wirklich schminken. Ich hoffe, euch hat es gefallen, auch dass ich mal wieder dazu gesprochen habe. Und ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag und eine schöne Woche. Und falls wir uns bis Heiligabend nicht mehr sprechen, genießt das Weihnachtsfest. Aber ich denke mal, wir werden uns noch sehen. Bis dann. Tschüss.